Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Battle Together Minecraft in der Staffel 9 bzw. im Minecraft 1.7 Battle. Hier sind Karotten gewachsen. Ja, Karotten sind gewachsen. Gut, mit Karotten können wir Pferde vermehren. Haben mir schon einige in die Kommentare geschrieben und ich kann auch mit Angeln Sattel angeln. Das geht tatsächlich, ja. Und irgendwas wollten wir hier letztes Mal noch machen. Ich weiß nur nicht mehr was, weil die letzte Aufnahme schon ein bisschen her ist. Weißt du es noch, was wir machen wollten? Ich glaube, wir wollten warten, bis es wieder Tag wird oder so und dann rausgehen. Irgendwas war noch mit der versteckten Kiste. Wir wollten Gras wachsen lassen. Gras, ja, das hatten wir gemacht. Genau, ja. Genau, jetzt habe ich aber total vergessen, wo die versteckte Kiste war. Ja, war die? Da. Sicher? Ja. Tatsächlich. Okay, gut. Wollten wir noch irgendwas reinmachen oder nicht mehr? Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Ich glaube nicht. Gut, also jetzt ist Tag, jetzt wächst das Gras jetzt relativ schnell. Also, ich glaube, ich mache mir tatsächlich mal einen Bogen. Kommst du gerade runter und machst den Eingang zu? Ja. Okay. Ich mache mir hier ganz schnell mal einen Bogen. Soll ich dir auch einen machen? Ja, gerne. Dann mussten wir gerade noch mal ein paar Stickies zuwerfen, damit ich das machen kann für dich. Ja, und kriegst du auch noch ein paar Strings dazu? Strings habe ich genug. Aber okay, danke. Kriegst du trotzdem. Oh, ich hasse es, Bogen zu machen, ganz im Ernst. Ich sag immer ganz im Ernst in letzter Zeit. Früher war es immer das Weiste bei mir und jetzt ist es das ganze im Ernst, ja. So. Ich vermisse das gute alte Weiste. Das gute alte Weiste. So, da hast du einen Bogen und ich gebe dir mal die Hälfte meiner Pfeile. Ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich muss ja noch immer egoistisch sein. Ja, ja, zu gütig. Haben wir noch, wir haben sogar Flint. Das heißt, ich kann tatsächlich noch ein paar mehr Pfeile machen. Ich habe auch noch 8 Federn. Ja, ich habe noch 4, aber das wird schon reichen, weil ich nur 3 Flint habe. So, dann habe ich noch mal ein paar Pfeile mehr. Dann mache ich das, dann sortiere ich mir das hier gerade mal so. Gut, also meinetwegen, ich habe hier noch 2 Furnaces. Ich habe mal dann die Kiste. Meinetwegen, wobei einen Furnace nehme ich hier gerade mal mit. Sollten wir unterwegs noch Essen finden, weil Essen werden wir auf jeden Fall brauchen. Noch ja, einiges. Und Kohle sollten wir auch mitnehmen, wenn wir was sehen, wobei wir jetzt echt alles gebrannt haben. Hast du noch irgendwas zum Essen im Inventar? Ich habe noch ein Hühnchen und 22 Rotten Flesh. Okay, hatten wir hier nicht noch irgendwas reingemacht? Nee, ne? Ah, genau, wir wollten noch das eine versteckte Bett machen. Nee, aber dann haben wir gesagt, wir gehen einfach so los und schauen mal, ne? Ja. Ich würde sagen, das mit dem versteckten Bett machen wir einfach, wenn es sich anbietet, oder? Ja, das können wir machen. Okay, das Problem ist echt, ich habe nicht mehr viel zum Essen. Dann sollten wir uns vielleicht losmachen. Ich schmeiße gerade mal ein bisschen was in die Kiste rein. Gut. Und dann lass uns einfach mal Motor losgehen. Dann machen wir das einfach mal, ja. Genau. Dann, also ich gehe schon mal raus, ja. Mhm. Und du machst dann das zu, würde ich sagen. So, ich natürlich okay, ich bin draußen. Erde. Kommst du raus? Ja, mach okay. Du gerade mal zu. Ich habe keine Erde. Ja, gut, dann mache ich das zu. So. Die versteckte Kiste ist zugewachsen und das sollte auch gleich zuwachsen. Sollen wir mit dem Pferden gehen? Ah ja, ich habe noch einen Sattel, genau. Also sollten wir den Sattel verlieren, ist es nicht ganz so schlimm, weil wir können die durch Angeln wieder bekommen. Was total Sinn macht und so. Ja, denn du findest halt ab und zu mal Sattel in der... Oh, da oben ist ein Pferd. Naja, und gut, wir nehmen jetzt unsere Pferde, oder? Wo waren ja, die denn nochmal? Die waren... Weiter vorne hier. Ich glaube, die waren... Die waren... Hier, genau, hier. Da. Ganz genau so. Gut, dann nehme ich... Ich brauche schon was zum Essen. Ich brauche schon jetzt... Du hast gerade die beiden Seile kaputt gemacht. Ich esse hier mal gerade Zombie Brain. Ich gebe dir mal hier ein Seil. So, und ja. Ich nehme mir gerade mal das Pferd hier. So, gut. Also ich bin auf dem Pferd. Bist du auch auf dem Pferd? Das ja. Schöne ist, wir haben jetzt auch Pfeil und Bogen. Also wir können uns sogar tatsächlich auf dem Pferd noch relativ gut verteidigen. So. Das hat doch was. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Spawn, oder? Okay. Also wir müssen hier erstmal ein bisschen... wo der Spawn ist, weiß ich gerade sogar tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich glaube nämlich, der ist eher in einer anderen Richtung. Sollten wir diese Pferdehülle nicht vielleicht gerade noch zumachen? Gib mir gerade mal eine Sekunde. Ich muss mal hier meine Render Distance ein bisschen höher stellen. Okay, dann bleib du da gerade mal stehen, wo du bist, damit ich dich wiederfinde, ja? Bleib da einfach stehen. Ja. Ich habe nicht genug Dirt. Du musst herkommen, weil du hast den ganzen Dirt eingesammelt. Okay. Komm her. Aber der Dominik hat gesagt, ich soll hier stehen bleiben. Jetzt komm zurück. Mein Gott. Unglaublich. Unmöglich. Nett, ich habe gehört, du machst einen Server. Ich mache einen Server. Du machst einen Server, weil ich habe gehört, also viele wünschen sich ja VisualGames.net zurück. Da habe ich ja mit dran gewirkt, wird es aber nicht mehr geben. Also ich werde jetzt in Zukunft den Server vom Tim ein bisschen promoten.
Ja. Auf jeden Fall. Und ihr werdet ja mal sehen, was das wird. Also ich war schon mal kurz drauf, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, aber der Server wird nicht von mir sein. Das haben einige falsch verstanden. Ich habe halt mal für ein paar kurze Tage meine Domain darauf weitergeleitet. Die domseplay.de-Domain ist jetzt nicht mehr so. Ganz einfach, um mal zu schauen, wie viele da so draufkommen, weil die das auch wollten, weil die wollten auch mal kurze Testspiele machen. Genau. Wie ist es Weil gelaufen bis jetzt so? es lief gut. Es Okay. lief gut. Also ich Also. bekomme da nicht so viel mit. Viele schreiben mich ja momentan an, was denn mit meinem Server ist, ob der wiederkommt oder so. Also wie gesagt, ich werde keinen eigenen Server mehr machen. Ich werde jetzt aber den Server von Tim promoten, weil ich den selbst auch ziemlich cool finde. Und du machst den ja noch mit dem anderen zusammen, ne? Mit Stefan, Genau. glaube ich. Genau, mit Stefan zusammen. Okay. Ja, wir bauen das gerade alles auf, haben uns ein Team zusammengesucht, haben uns hervorragende Hardware Echt? nach Das ist Hamburg stellen natürlich gut. lassen. Ja, und dann sind wir da gerade so im Aufbau. Gut, ich will Genau. jetzt gerade nicht da über das tiefe Wasser. Ich habe Auch gerade echt nicht. kein anderes Thema, werden wir den sponsoren. Deshalb reden wir doch einfach mal darüber. Weil viele machen sich ja, also viele haben ja auch irgendwie den Traum vom großen Server. Ich Ja. denke, du hast da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, ne? Ja, der Traum vom großen Server kann an vielen, vielen Punkten scheitern. An vielen, okay. An sehr vielen Punkten. Einmal bei der Hardware, einmal beim Team, einmal bei geldgierigen Plugin-Developern, Was? einmal Geldgierige? Also ich bei kenne ja nur ganz, ganz geldgeile vielen Punkten. YouTuber oder geldgierige YouTuber. Ich bin ja zum Beispiel einer, ne? Ja, Ein sehr das, ja. geldgieriger YouTuber. Ich, Die gibt es ja leider in allen Bereichen. echt jetzt? Ja. Was waren da mit dem, was waren da mit dem Plugin-Entwickler? Sind das Ja, wir alle oder hatten. ist es allgemein so oder ist es einfach nur so eine Art Ruf, Nein, wie das bei halt bei sind. YouTubern? Also das mit, dass ich geldgierig bin, war natürlich ein kleiner Joke für die, die es nicht verstanden haben. Es gibt halt diesen Ruf, dass YouTuber irgendwie, also alle, also den gab's mal. Oder den Wir gibt's sind immer noch, alle ich weiß es Kommerz. nicht. Das war Nee, halt das, dieser Joke, das ist dass alle halt, YouTuber das ist geldgeil auch eine sind, die Partner Ausnahme, ja. sind. Das war eine Aus. Also ihr habt das tatsächlich mit einem da zu tun gehabt, oder wie? Ja, hatten wir, der hatte ein wenig komische Vorstellung vom Leben und Okay. davon, was er als Plugin Hey, gegen stirb doch andere nicht, Pferd! Mein Pferd bei geht einfach an den uns. Kaktus. Was? Das ist so der Hammer. Ich habe hier gerade nochmal Naja, du Hühnchen sitzt oben gekillt. drauf und kannst es lenken, deswegen. Ja, okay. Gut, also der Spawn, also da ist wieder eine Wand, der Spawn muss in diese Richtung sein. Dann müssen wir hier durch das Wasser. Okay. Wenn wir eine Höhle sehen, sollen wir reingehen oder? Warte, ich will hier auch noch das Hühnchen killen. Moment. Tu das. Weißt du was? Ich stelle hier auch gerade noch einen Ofen auf und brenne mir mal das Essen. So. Okay, warte mal. Du kriegst hier von mir auch noch ein Hühnchen. Und Ja. der, was war denn da mit dem Entwickler? Schau mal hinter dir noch das Hühnchen, Ah, danke gerade. schön. Danke. Ui, was ist denn Dass das? der so geldgeil. Ja. Dass du sagst, dass Also, der geldgeil das sind ist. natürlich, das War das nicht hier unser? Programmieren von Plugins ist natürlich eine hohe Kunst, ne? Okay. So relativ. Also, Ja, klar, kann ich mir vorstellen. es kostet viel Zeit. Wenn man sich selber einarbeitet, geht es schon, aber es dauert halt immer sehr, sehr lange. Und wenn man als Gründer, also wenn ich und der Stefan halt, wir haben halt mit genug anderen Dingen zu tun, als selber noch zu coden. Und dann mussten wir uns halt natürlich Plugin-Programmierer suchen und der meinte dann halt irgendwie, ja, also die Gesamteinnahmen, da krieg ich 90%. Wie Gesamteinnahmen. Also auf dem Server soll es Spenden geben. Das habe ich schon mitbekommen, Ja, genau, so ein kleines Premium-System, weil wir jetzt ne? halt sehr, sehr viel Geld in Hardware gesteckt haben. Okay, wie viel? Was wir, ich, Oder vierstellige über Geld Bereiche. redet man. Was? Im vierstelligen Bereich? Also wir reden hier von mindestens 1000 Euro. Ja, Krass. nimm's vielleicht mal noch ein paar Mal. Dann kommst du so da rein. Ja, wir wollen halt, dass es gut wird. Okay. Und der meinte dann halt so, ja, ich nehme dann halt irgendwie so 90%. Wie ihr eure Server abbezahlt, ist mir irgendwie relativ egal. Und wie das und Wie, was wie, dann warte, halt warte, warte. Der der Rest des Teams Plugin-Entwickler, der bekommt. wollte 90% von den Spenden, die ihr dazu braucht, um den Server zu finanzieren, weil ihr jetzt irgendwie schon ein Minus habt. Ja, richtig. Zu Beginn wollte der das. Wir haben ihn dann, also da haben wir ihm gesagt, so geht's gar nicht. Und dann meinte er so, ja, okay, dann halt von dem, was mir noch übrig bleibt, was halt auch nicht geht. Weil wir können halt nicht einem Plugin-Programmierer in so einem Team halt nicht 90% geben, das geht ja nicht. Das muss man schon irgendwie fair aufteilen. Ja, klar. Das Und kann ich mir ja, der wollte halt vorstellen. irgendwie so überall mitverdienen, wo es auch total sinnlos war, quasi Okay. stellenweise. Und der meinte dann irgendwie, wenn ich jetzt einen guten Spielmodi mache, dann bekomme ich davon auch die Einnahmen, was gar keinen Sinn gemacht hat, weil wenn ich die gute Idee für einen Spielmodi hat, dann Plugin-Programmierer, die mir das umsetzen, gibt es genug. So. Und ja.
Der hat halt seinem Namen alle Ehre gemacht. So, wir müssen da weiter. Was hat, wie hieß der denn? Das der hieß Ghost. 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 Ja, aber was heißt denn, der hat seinem Namen eine ganze Ehre gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Heißt Ghost ja, Geld? Nein. Oder? Er war halt irgendwie so ein Schatten, der irgendwie versucht hat, bei allen so ein bisschen Streitigkeiten hervorzurufen, um eigene Vorteile daraus zu bekommen. Und das war irgendwie nicht in Ordnung. Und dann mussten wir uns trennen. Oh, da hinten ist ein Schwein. Okay. Ja, da sind ganz viele Schweine und mein Pferd büxt aus. Das ist echt der Hammer. Das wollte gerade hier wegschwimmen. Unglaublich. Also, wir haben immer noch das Ziel zum Spawn. Wir sollten mal gucken. Es ist jetzt gerade Nacht. Also Essen habe ich jetzt schon ein bisschen mehr, das ist schon mal ganz gut, dass wir hier Essen haben. Das ist gut. Ja, also das mit den Pferden im Wasser ist echt ziemlich bescheuert. Also ich denke mal, wenn wir das nächste Mal rausgehen, lassen wir die einfach stehen, oder? Ich glaube, damit kommen wir fast schon ein bisschen schneller voran. Die Pferde, wo bist du jetzt lang? Ich bin hier auf einer Erhöhung, du musst links, genau, und jetzt geradeaus. Ja, ich sehe dich. Okay. Die Pferde machen, glaube ich, Sinn, wenn wir in die Lage kommen und sterben sollten. Wenn wir in die Lage kommen und wissen, dass wir schnell wieder zurück können, oder wenn wir wissen, dass eine Basis von denen da und da ist, dass wir da schnell hin und her switchen können. Genau. Genau, aber so zum Erkunden machen die, glaube ich, echt wenig Sinn, weil du läufst auch einfach an allen Sachen vorbei, ist mir gerade aufgefallen. Ich renne hier einfach mit meinem Pferd entlang und ignoriere einfach alles. Ja, die Begeisterung für das Pferd schlägt deutlich zu Buche. Ja, ja. So, gut, aber wir müssen immer noch den Spawn finden und deshalb würde ich sagen, oh Gott, Creeper. Ja, okay. Also ich glaube, ich bin in der Spawn-Nähe. Bist du noch hinter mir oder bist du schon längst weg? Nee, ich muss von den Creeper wegrennen. Okay, ich seh dich. Ich schau mal. Du siehst mich? Ich habe den Spawn gefunden. Hier ist der Spawn. Ich hab dich im Blick. Ist der Spawn, sehr schön. Hier sind auch noch ein paar Hühnchen. Super. Brauch Hühnchen. So. Da ist eine Kuh. Wow, hier ist auch ein schönes weißes Pferd. Soll ich mir vielleicht lieber das holen? Oh, und hier sind richtig viele Schweine. Perfekt. Und Zombies natürlich auch. Komm her, du Schwein. Komm her. Aha! Ich kann das Essen gar nicht aufsammeln, was ich töte. Komm her, Essen. Komm her. Blöde Spinne, du. Ach so, wir hatten ja letztes Mal die Diskussion hier von wegen Achievements ausschalten. Achievements ausschalten, ja. Da muss ich gerade noch mal bis zur nächsten Folge gucken, weil mir wurde was empfohlen. Ja? Was ich jetzt aber auch schon wieder halb vergessen hatte. Okay. Das soll man in den Einstellungen, soll das gehen? Ach, das kann man in den Einstellungen ausschalten. Das soll möglich sein, es zu unterdrücken, Achievements. Ja. Das kann man einfach in den Einstellungen ausstellen. Irgendwas war da in den Multiplayer-Settings. In den Multiplayer-Settings. Show Cape on. Ah, man kann auch jetzt Capes an- oder ausmachen. Das ist natürlich cool. Chat shown. Nö, in den Multiplayer-Settings ist nichts. Egal, das machen wir natürlich dann zwischen den Folgen am besten, bevor wir das jetzt machen. Hier sind aber auch noch Kühe und dann müssten wir auch mal gucken, in welche Richtung die vielleicht gelaufen sein könnten. Ja, das sollten wir machen. Okay. Ich kann mir denken, dass alle erstmal sich irgendwie die coolen Wüsten anschauen wollten. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, wir sollten bei diesen Wüsten vorbeischauen. In welche Richtungen sind die denn alle gegangen? Wir sind, glaube ich, relativ hier so sternförmig weg. Oh Gott, der und sein. Wir nach oben. Der und seine Enten. Hier kann es sein, dass die so in diese Richtung gegangen sind? Wo bist du denn? Ich bin. Moment. Also ich bin gerade am Spawn. Okay, ich bin auch gerade am Spawn. Geh mal in Richtung links, wenn du in Richtung des Meer schaust. Geh mal nach links. Ich bin hier, hallo. Ja, hi. Ich dachte da lang vielleicht. In die Richtung, ja komm, dann schau mir mal in diese Richtung. Okay. Machen wir das mal. Weil jetzt in der Nacht will ich auch gerade nicht den Ofen aufstellen, aber hier sind noch ein paar Kühe. Die Kühe nehme ich auf jeden Fall mit. Auch wenn ich jetzt gerade von. Hier sind richtig viele Kühe, das ist eigentlich. Oh, hier ist eine Pilzkuh. Können wir die irgendwie mitnehmen? Dann haben wir unendlich Essen. Ach, ich kill sie einfach. Okay. Warum ist da eine Pilzkuh? Spawnen die einfach so? Da hat die jemand gespawnt beim Spawnbau. Schnell weg hier. Weißt du es zufällig, ob die Pilzkühe einfach so spawnen? Eigentlich nicht, ne? Die hat wahrscheinlich irgendjemand dahin gespawnt. Ja, so ist das halt beim Spawnbau. Vielleicht hat Mega Racer einen Spaß erlaubt. Ich glaube nicht, die war schon vor Mega Racer da, bevor der den Spawn gebaut hat. Okay, so ist es halt, man macht einen Server, die kommen rauf und machen nur Scheiße. Das war schon immer so in jeder Staffel. Immer wenn der Spawnturm gebaut wird, wird irgendwelche Scheiße gemacht. Niemand nimmt ernst. Aber ist auch ganz lustig, immer mal wieder neues Zeug zu natürlich. Finden. So. Finde ich auch ganz cool. Ich habe das Gefühl, ich muss mal demnächst was essen, aber egal, ich setze mich nochmal hier aufs Pferd. Also da werden sie wahrscheinlich nicht entlang gegangen sein, also eher hier lang, würde ich sagen. Okay. Weil da ist ja Wasser und Meer und alles. Das Problem ist natürlich, wir können jetzt nicht so wie in der letzten Staffel nicht Ausschau halten, weil man sich ja jetzt auch eingraben darf.
Das ist das Problem, genau. Wir werden nicht einfach so eine Basis finden. Und wenn die anderen Teams jetzt sagen, die bleiben jetzt drinnen, dann ist das natürlich blöd. Außer da sollte jemand ganz schlecht im Verstecken sein. Ja, das ist blöd. Da hast du recht. Aber dennoch ist es nicht schlecht, sich hier... Und guck mal, da sind wir schon wieder da, wo wir waren. Also so wollen weit wir verstreut. Wollen wir jetzt gerade mal hier kurz einen Ofen aufstellen? Weil können wir machen. Dann, auch so. Ich habe nämlich schon richtig viel Fleisch. Ich auch. Und dann könnten wir uns vielleicht auch ein Boot bauen. Wobei dann... Oh Gott. Was? Die Pferde rennen weg. Die sind richtig schlimm, die Pferde. Schlimmer als du. Ja, danke, danke. Bitte. Können wir die irgendwo anbinden, oder? Ich kann die einfach so festhalten und nebenbei auch noch was machen. Das ist gut, okay. Genau. So. Ja gut, also so viele Möglichkeiten gibt es eigentlich. Also müssen die auch irgendwo da hinten sein. Nehme ich mal an. Oder? Ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen darauf hoffen, dass sie auch den Sinn des Battles verstehen und sich nicht in Höhlen nicht verstecken, ne? Seid ihr richtig draußen? Lol, wenn ich ein scharfes... Oder verkriecht ihr euch? Die Folge. Blablabla. Bla, bla. Schreibt mal ein scharfes S. Welches Texture-Pack hast du da? Svex? Ich habe gar keins. Wenn ich ein scharfes S schreibe und mit einem Svex-Texture-Pack das mache, dann wird mir da so ein Mannequin-Zeichen angezeigt. Ah, auch sehr schön. Du weißt, was ich meine, ne? Es gibt ja dieses. Wir sind draußen. Okay, Sparrick ist draußen. Das ist sehr schön. Ah, aber dann würde ich auch sagen, beenden wir hier die Folge. Ja, Yannick ist ja gut. Ist ja gut. Dann beenden wir die Folge und bis zum nächsten Mal. Bei uns, wie natürlich auch sonst immer, hat's euch gefallen. Lasst doch eine grüne Bewertung da. Wenn nicht, dann halt nicht. Abonnieren genau. Für mehr Videos. Aber nur, wenn ihr wollt. Und tschüss. Ciao.